Ja, war nichts. Falscher Alarm, sozusagen. Verdammt, mit dem treffe ich nichts. Toll, da kommt auch noch einer. Ich könnte auch hier unten hin zielen, dann würde der auch nichts mehr treffen und so, aber dazu. Achten Sie. Ah, okay, es ist. Mit der Jagdfinte oder dem Heckenschützengewehr könnte ich es machen, aber nicht mit. Dem chinesischen Sturmgewehr. Sehr schön. Wer ist da draußen? Ich! So. Das war's dann fürs Erste. Mit der Aufnahme und ich bin jetzt weg. Warum gibt's hier immer so viel zu reparieren? Warum allgemein, warum so viel und so und ja. Bla. Was haben wir denn hier? Schon wieder ein bisschen Leben verloren, Buffout. So. Das muss reichen. Was haben wir denn hier? Oh. Können wir knacken. Also aufbrechen meine ich. Und wir haben gerade neue Granaten. Oh, cool. Ah, und hier haben wir's. Dietrich. Sie haben eine Voltec. Gefundene Wackelpuppe. Sie haben eine Voltec Limited Edition Wackelpuppe gefunden. Die Inschrift auf dem Sockel lautet: Streben Sie immer nach dem Unerreichbaren. Ihre Fähigkeit Dietrich wurde dauerhaft um 10 Punkte erhöht. Ist doch mal schön. Ich hab einen Schlüssel. Wusste ich noch gar nicht. Zündflamme. Brauchen wir zwar nur eine, aber es ist halt. Ja, hat ein bisschen was an Wert. Kreuzschlüssel können wir auch noch gebrauchen. Ach toll, Geschützturmsteuerung. Natürlich im gleichen Raum, wo der Geschützturm ist. Bringt mir nicht viel. Enslaved. Enforced. EN am Anfang, ED am Ende. Geht nicht. Enormous. Der würde theoretisch gehen. Mal schauen, wie es weiter aussieht. Invented. N an zweiter Stelle, ED am Ende. Klappt nicht. Immersed. Der würde auch funktionieren. Das heißt, Enormous oder Immersed. Inserted, das gleiche wie bei Invented. Twitches, der nicht. Das heißt Enormous. Oder Immersed war das. Das passt. Null Übereinstimmungen. Sag ich doch, passt. Glückstraße. Achtung, keine Zieldaten. Macht nichts. Deaktivieren. Oh. Oh, was haben wir denn hier? Schmutziges Wasser, schmutziges Wasser, schmutziges Wasser, schmutziges Wasser, schmutziges Wasser. Und natürlich, nur weil wir aufgestanden sind, sofort auf Vorsicht. Sehr schön. Hier ist noch ein Söldner. Eine Lederrüstung. Ne, lassen wir mal liegen. Sondern wir finden noch im nächsten. Mit der Ruhe, Leute. Die Lage ist wieder rund. Na gut, wenn du meinst. Brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Bleirohr hatten wir ja da noch einen gehabt. Na, hallo? Kann ich zumindest die ein bisschen noch kombinieren. Wieder mal. Bleirohr. Sogar drei Stück. Heckenschützengewehr. Kreuz. Ne, Kreuzschlüssel, um Gottes Willen. Ich finde, da sollte man, hier hätte man das wirklich so machen können, dass man die einzigartigen Gegenstände nicht für Reparaturen benutzen kann. Auch wenn die vielleicht noch so schlecht sein sollten. Oh, Kronkorkmine. Laubbläser hatte ich ja, glaube ich, schon aufgenommen. Yep. Ich glaube, ich muss mal was trinken hier. Altmetall. Elektrischer Leiter haben wir dabei. Werkbank.
ist nichts. Lass mal drin. Hier ist niemand. Ein Schrank. Aus der Richtung bin ich auch noch nie gekommen. Ich bin immer vom Erdgeschosseingang immer reingegangen. Hier in dieses Ostgebäude zumindest. Oh. Gute Nacht. Hä? Ist doch direkt neben mir explodiert. Na, komm her. Ja, siehst du mal, was passiert, wenn du dich mit mir anlegen willst. Bitch. Oh, was haben wir denn da Schickes? Zwei Raketen. Schachtel Zigaretten. Diese eine chinesische Trainingseinheit. Ne, Trainingshandbuch für Spezialeinsätze. Schleichen. Oh, ist noch etwas. US Army. 30 praktische Rezepte für den Flammenwerfer. Große Waffen um 2. Natürlich, ich will auch mal sowas lesen. Wäre auch cool, so für, als Merchandising diese ganzen Fertigkeitsbücher irgendwie zum Angebot zu als Angebot zu bringen. So von wegen, ja, und so, ne? Kannst du mal lesen, wenn du magst. Für eingefleischte Fans wäre das auf jeden Fall was Nettes. Und die könnten wenigstens mal sagen, hey, wir lesen. Wir bilden uns weiter. Zieht hier drin aber auch noch ein bisschen, oder? Kommt mir das nur so vor. Ui. Die loot ich gleich auch nochmal. Ein Kampfmesser. Ja, überladen. Ich weiß. So, das Kampfmesser. Oh, kann ich auch noch machen. Ich glaube, bevor wir dann zum nächsten Ort gehen, gehen wir wieder verkaufen. Gut, leer. Das heißt, wir können wieder laufen. Scotch. Aufbereitetes Wasser, Redex, Stimpak. Haben wir hier Aktenschränke. Schreibtisch. Auch äußerst vorteilhaft, wenn man sich irgendwas anguckt, das man öffnen kann. Fleisch und Bohnen. Das zu aktivieren und einfach weiterzugehen. Kann jeder Mensch, also wirklich. Ne? Könnt ihr sowas nicht? Also ist ja schlecht. Ich könnte wetten, es war schon Nacht haben, genau. Scheiße, wie viele Ghule sich hier versammelt haben. Ich lauf dem mal hinterher. Ach ne, ich dachte schon, die hätten irgendwas entdeckt. Naja, gut. Unser nächstes Ziel. Muss ich kurz überlegen, wo waren das nochmal genau? Irgendwo bei Evergreen in der Nähe. Hier oder hier? Moonbeam, das war auch. Hier oder hier? Hier war das. Glaube ich. Ja, das muss hier gewesen sein. Das muss hier gewesen sein. Was haben wir hier? Agathas Haus? Oh. Nun war das ja Big Town. Das heißt, wir müssen an Big Town vorbei. Oh. Aber, okay. Im Big Town vorbei können wir eigentlich auch. Ist ja kein Problem. Dann erstmal wieder. Opala.
Nachbarschaftliche Anstrengungen. Ja. Passt. Megaton. Kann ich so lang. Einen Schluck trinken. Das Ödland der Hauptstadt verfügt über kein organisiertes System. Naja, gut. Dann können wir theoretisch auch noch bis zum nächsten Tag schlafen. Damit wir wieder Tag haben. Was wollte ich ablagern? Willkommen zu Hause! Was haben wir denn aufgenommen? Ich kann schon wieder nicht lesen. Leiter, Laubbläser, Löschlauch, Spritzdüse und Zündflamme. Na toll. An. Okay. Obwohl, vielleicht haben wir hier noch Waffen zum. Die wir kombinieren können, zum Reparieren und so. Ich mach da mal besser einzeln, damit. Ich hatte das echt mal gehabt, ich hatte tausende Waffen dabei und dann habe ich überlegt, welche muss ich jetzt wieder zurücklegen. Bei einzigartigen Waffen ist das ja kein Problem, das kriegt man ja schnell hin, aber so. Manchmal wünsche ich, ich hätte alle Waffen dabei. Und so je nach Situation, mal die, vielleicht doch die und nö. Eine andere ist lustiger und sowas halt. Ne? Immer wieder was Nettes. Flammenwerfer auf jeden Fall reparieren. Heckenschützengewehr auch. Das war ja am Anfang, als wir angefangen hatten mit dem. Als wir unser erstes Heckenschützengewehr hatten. Das war echt eine Zeit. Alles war kaputt. Was hatte ich gerade? Ja, Jagdflinte. Oh. Cool. So, dann nochmal kurz zum Kühlschrank. Kennen wir ja. Der Laserwaffen hatten wir nicht dabei. Hier auch nichts. Blutpaket auf jeden Fall. Buffout. Fleisch und Bohnen. Nuka-Cola packe ich oben in eine Dingens hier rein. Wunderkleber, das wollte ich auch nochmal gucken. Maulwurf hat ein Flash 44, Wunderkleber 28, brauche ich noch ein paar. Vorkriegsbuch auf jeden Fall, Teddybär, Sensormodul und Altmetall, Cherrybombe. Ja, hatte ich ja mitgenommen, weil es ja nichts wiegt. Ich wollte noch schlafen gehen. Hier sieht scheiße aus, überall Lava und ein Labyrinth. Neues Gemisch, Stimpack. Neues Gemisch. Gemisch herstellen. So. Ach nee. Kann ich ja. 2-10 Stunden muss ich. Weil die erst um 8 Uhr öffnen. Boah, ich könnte auch um 7 Uhr aufwachen. Ich meine, ist ja nur eine Minute sozusagen. Düpp, 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 düpp. So, die sind weg. Sie sind jetzt gut ausgeholt. Sehr schön. Mir gut ausgeruht. Was? Gut ausgeruht. Ach, gut. Sehr schön. Ach nee, ich wollte nicht bei Mora verkaufen. Ich wollte jetzt absolut. Ja, doch. Das Diagramm hatten wir ja von ihr gekauft, oder? Ach, naja, egal. War das ihr Diagramm oder war das von Crazy Wolfgang? Ich weiß, beide haben ja den Rocketwerfer verkauft. Ich muss jetzt nur überlegen, von wem ich das jetzt gekauft hatte. Ich weiß nur, dass Lucky Harold noch eins hat und wenn ich mich nicht irre, Crow. Und noch ein paar andere Händler über den Ödler verteilt.